Ja, Hannover hat es, glaube ich, in der ersten Halbzeit besser gemacht als wir. Wenig zugelassen, aber auch nach vorne hin nicht so wirklich die Möglichkeiten. Und dann durch einen Elfmeter zur Führung gekommen. Ja, den Elfmeter habe ich gedacht, schieße ich scharf unten in die Ecke. Habe mir gedacht, das ist ein etwas größerer Torwart. Braucht wahrscheinlich ein bisschen länger, um unten hinzukommen. Und die Rechnung ist aufgegangen. Durch einen individuellen Fehler dann zum Ausgleich gekommen. Dann kriegen wir wieder eine gelb-rote Karte. Für mich natürlich ärgerlich, dass ich dann der Taktik zum Opfer gefallen bin und rausgenommen wurde. Aber ja, für uns als Mannschaft natürlich super, dass wir in Unterzahl das Spiel dann auch noch umbiegen konnten bzw. auf unsere Seite ziehen konnten. War eine super Flanke von Leo auf Felix. Ich habe in der Halbzeit noch zu ihm gesagt, wäre eigentlich ein ganz geiler Zeitpunkt oder ich weiß nicht, ob es einen besseren Zeitpunkt für ein Premierentor für Fortuna gibt. Ja, es war dann natürlich, hat man glaube ich ganz klar gesehen, dass wir um Kompaktheit bemüht waren, dass wir defensiv wenig zulassen und wollten dann halt Nadelstiche setzen. Das hat dann halt auch relativ schnell sehr gut geklappt. Ja, ich sehe nur, dass David irgendwie den Ball bekommt und wir mit drei Mann gegen ihre zwei Verteidiger aufs Tor laufen. Aber dann hat er wirklich im perfekten Moment mir den Ball zugespielt und ich habe ja einen guten oder mehr oder weniger guten ersten Kontakt gemacht und ja, mir war klar, dass ich den nur in die lange Ecke schieben muss und ich denke, das hat sehr gut funktioniert. Klar kommt dann nochmal so eine Druckphase, wenn man in Unterzahl ist, aber wir haben das meiste gut wegverteidigt. Das zweite Tor spielt Hannover überragend raus. Ist, glaube ich, sogar mit 11 Mann schwer zu verteidigen. Aber wir haben uns dann in alles reingeschmissen. Am Ende hat sich noch ein Hannover-Spieler verletzt. Dann war wieder Gleichzahl. Und dann ist, glaube ich, recht sicher, souverän nach Hause geschaukelt, das Ding.